Moin moin Leute und herzlich willkommen zu Far Cry 3. Mein Name ist Little Compass Brain oder einfach nur Yannick. Und heute ist die Aufgabe der Ruf der Medusa. Wir dürfen ein Schiff mit voller Piraten, volle Pulle, dürfen wir belauschen. Wir dürfen uns hier erstmal einhaken und das wieder so zigmal, damit wir ganz unten sind. Halleluja. Sind wir fast schon zu weit hier runtergefallen, du. So. Upsa. So. Schon sind wir unten. Wunderbar. Oh, ein Vögelchen. Zwei Vögelchen. Nein, wie süß. Wunderhübsch. Und ich habe vom lieben Freaky einen Tipp bekommen, dass ich doch in diesem Let's Play auf jeden Fall auf Munitionstaschen und alles weitere eingehen soll, weil das doch sehr wichtig sein wird. Und um den Part zu anzufangen, ich wollte schon beenden sagen, ja, nach 2 Minuten kann man den Part ja auch schon beenden, ne? Natürlich. Um den Part anzufangen, genau wo ich gerade darüber rede, kann ich schon mal meine Stoppuhr hier nebenbei anmachen. Um den Part anzufangen, grüße ich. Ich soll immer ganz viele Menschen grüßen. Deswegen sind wir heute auch so nett und grüßen natürlich Leute. Heute grüßen wir den Jan. Und ich habe noch 2 Texte vorbereitet, die ich auf jeden Fall vorlesen soll. Mein Freund Max, der Beste, besser als Lukas Wasmut, der gegrüßt werden soll von Stefanie, ist schon... Ist... So. Kann seine Schrift schlecht lesen. Ist Son der coole Typ, mit dem ich so gerne zocke. Und Lukas hat den längsten. So, damit sind auch alle Begrüßungen... abgeschlossen. Und... wir können uns jetzt gleich erstmal so ein Waffengut herstellen. Ziegenfell brauchen wir dafür. Für einen Munitionsbeutel brauchen wir Wildschweinfell. Das heißt, wir werden auf Wildschweine und auf Ziegen auf die Jagd gehen. Ich werde auch mal schauen, ob ich das dann wirklich alles in der Aufnahme mache oder ob ich manches vielleicht sogar dann mache, wenn ihr nicht dabei seid, weil so spannend ist das ja nicht. Ich laufe dann ja nur in der Wildnis rum und hacke ein paar Wildschweine um. Deswegen so spannend ist... Das findet Nemo! Hui, finde Nemo! Yay! So, gut, das haben wir auch schon abgeschlossen. Jo, da sind doch schon Piraten, die uns erwarten. Piraten, die uns erwarten. Das ist ziemlich doof. So, dann können wir uns das Auto gleich nehmen. Weil das 1465 Meter ist schon ziemlich weit, meine Damen und Herren. Oh, scheiße, heute habe ich gar keine Verkleidung. Wir sind heute eine Spontanverkleidung. Ich nenne es den Hoodie-Träger. Warum, weiß ich auch noch nicht. So. Ach. Ich bin nochmal weg, ne? So. Na, erstmal den Weg finden. Oh, shit. Wo zum Teufel will ich gerade langfahren? Oh, das geht nach hinten los. Oh. Shit. Und ich gehe davon mit einem lauten Knall. So laut, dass ihn jeder hört. Ja, ich höre auch Prinz Pi. Genauso wie Casper. Ach, Gott, oh Gott. So. Haben mich auch schon zig Leute gefragt auf Askelman. Was hörst du so für Musik? Ich bin kurz davor, solche Antworten zu geben, wie ich es selber hasse. Alles auf das Lager. Stuss, wenn man sowas schreibt. Ein Königreich für ein grünes Blatt. Grüne Blätter, wunderschön. Ich gehe gerne auch in die Natur, um einfach nur grüne Blätter zu sehen. Die sind so selten in der Natur. Grüne Blätter, die sieht man fast gar nicht. Das ist... oder grünes Gras sieht man auch gar nicht. Also, das gibt's gar nicht. Weiß ich nicht. Existiert gar nicht. So, 1000 Meter dürfen wir jetzt noch irgendwie rumkutschieren. Diesmal versuche ich mal, meinen Wagen nicht sofort zu breit zu fahren. Was ist das für eine Mucke im Hintergrund?
Einhändig. Das ist keine gute Idee, da runterzufahren, oder? Ihr wisst, dass ich gerne ungute Ideen mache. War nicht so cool, wie ich erst gedacht habe. Schade. Na gut. Was haben wir da oben denn? Das ist, geben wir ihm einen Namen. Das Duftspray von Medusa. Nein, Medusa ist es nicht. Das Duftspray von Container. Ja. Das Duftspray von Container. Mhm. Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Penis. So. Was haben wir hier denn? Schlafen die da? Oh Gott, ist das ein Hund? Ist das ein Rabe? Ganz ruhig da, ne? Ganz ruhig da. Ist der tot? Hallo, sind Sie tot? Wenn man seine Leiche plündern kann. Eine Leiche ist ja erst eine Leiche, wenn er tot ist, wa? Haben wir gerade ein Pärchen Kokain gefunden? Heilige Scheiße. Nun gut. Aber wie das in Far Cry 3 auch irgendwie immer dazugehört, man muss natürlich auch immer ein wenig laufen. Ja, genau. Deswegen werden wir jetzt hier uns auch noch mal ein bisschen die Beine vertreten. Da 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 da. Ach, ich habe erst jetzt gemerkt, das ist mein Klingelton. Ja. Mhm. Ja, ich nehme gerade auf. Ja. Ja, ist kein Problem. Mhm. Bleibt doch beim Fuffi. Mhm. Ja, mich haben gerade Gegner gefunden. Ja, die schießen auf mich. Ich könnte gleich tot sein. Ist kein Ding. Ja. Klingt erstmal gut, ja. Okay. Ja, gut. Okay. So. Ich habe gerade nochmal bei meinem, mein Schwimmlehrer hat gerade nochmal angerufen, wie viel das denn kostet, wenn ich jetzt mein Seepferdchen nachmachen möchte. Heilige Scheiße, ist das da ein Hai? Leute, ich kack mich gleich ein. Leute, ich kack mich gleich. Leute, ich kack mich gleich sowas von ein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich von den Arm gebissen! Der hat mir voll hell in den Arm gebissen. Alter. Weiß der, wie weh das tut? Wo sind deine Freunde? Oh. Nein, nein. Du kannst jetzt nicht tot. Du willst mich verarschen. Du bist nicht tot. I dare you. You are not dead. Oh no. No. Die andere Frage ist, wo wir oh Gott, zum Glück nicht so weit weg. Brrr, ich hatte schon Angst. Nun gut. Ah, hat mir der Hai einfach mal so in den Arm gebissen. Ich dachte, die kommen erst an, wenn die Blut riechen. Also wenn das so runtergeht und dann so. Und dann kommen die so an. Boah, sah das weird aus. Ich muss hier einen Wagen ins. Oh mein Gott, hinter mir ist ein Sniper. Mamma mia. Ich habe keine Muni mehr. Lass mich einfach nur wegfahren. Du bist angeschossen. Ich habe deinen Wagen geklaut. Wir sind quitt. Ist das in Ordnung für dich? Nicht? Das ist in Ordnung für dich. Ich habe gesagt, das ist in Ordnung für dich. Geh weg. Mamma mia. Alla vederci. Adiosos, bichachos. So, und Leute lassen mich Fahrschule machen. Ich meine, die brauche ich dringend, aber ey, shit, das fällt mir jetzt auch erst ein. Wie soll ich die denn da jetzt alle umbringen? Ich habe ja gar keine Munition. Heilige Scheiße, es sind auch noch so viele. Ja, Leute, was machen wir jetzt? That's not very easy. Let's sing a song. If I were your boyfriend, never let you go. If I were your boyfriend, na 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 no. If I were your boyfriend, na 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 no. Do 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 do
einen Aussichtspoint. Ich soll die lautlos töten. Das ist ja perfekt. Oh Gott. Lautlos töten ist gerade super. Fokussieren und zoomen, um sie zu ver... Okay. Was eine Spiegelreflexkamera. Klick, klick. Ich habe sie soeben fotografiert. Heilige sind da viele. Ja, ich habe mich ja schon an dir vorbeigeschlichen. Das ist ja nicht das Problem. Oh nein. Ich habe doch kaum Munition, Mann. Oder soll ich die da erledigen? Ist das der einzige Lebende von denen? Sieht beinahe so aus, ne? Oh Gott. Der hat sich instant umgedreht, Mann. So. Okay. So. Okay, okay, okay. So, die sind alle tot, aus welchem Grund auch immer. Das ist jetzt auch noch alles unklar. Aber nun gut, die sind tot. Gut. Gut, gut, gut. Da müssen wir jetzt rein, meine Damen und Herren. Das wird spaßig. Den bringen wir auch lautlos. Oh, shit. Shit, shit, shit. Manchmal bin ich auch einfach blind. Was? Oh. Ach, die dürfen einfach gar nicht aufmerksam werden. Okay, das ist eine Stealth-Mission. Hätte man mir vorher sagen können, das weiß ich auch nicht. Nun gut. Los geht's. So. Na, 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 na. Du siehst mich gar nicht. So. Natürlich muss ich meine Kamera auch neu starten. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir laufen jetzt einfach so an dem vorbei, wie wir es gerade auch gemacht haben. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dann auf den zuzurennen und den zu takedown. Okay. Heidi, was macht der denn da? Ja, dafür ist es jetzt Zeit, das ist korrekt. Also, da ganz hinten haben wir einen. Den. Und wo hat mich gerade noch wer erkannt? Irgendwo da war noch wer anderes, der... Da! Das ist unsere Information. Die wir brauchen. Müssen wir die dann auch töten? Steht da eine Legende, was das ist? Ne. Sieht einfach mal so ein bisschen aus wie eine Information halt, ne? Ja, lauf du da mal weg, du. Er läuft dann nicht weg, er läuft direkt dahin, wo wir hinwollen. Das ist nicht gerade smart. Der läuft zu dem Kerlchen dahin. Sollen wir den jetzt töten? Okay. Das Gute ist, dass wir jetzt halt auch durch Wände und alles weitere sehen können, wo die stehen. Womit hat der denn da zu kämpfen? Nun gut. Waren anscheinend Moskitos oder irgend so ein Shit. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was hier gerade in ist. Was man hier gerade so hat, was so cool ist. Ha! Als hätte ich es nicht vorausgesagt. Ich muss irgendwie den Kerl umbringen. Hat er es gesehen?
Ja, er hat das gesehen. War doch nicht. So. Bleib mich fest! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ist das eine Leiche? Ganz ruhig. Ganz ruhig, Kollege. So. Schnell plündern. Funkfrequenz Code 1. Sehr gut. Okay. Schon mal ein Anfang. Oh oh. Können wir hier irgendwie durch das Schiff irgendwie hochklettern oder so, dass wir einen einfachen Weg haben? Oder hier durchlaufen? Das sieht doch schon mal... Das sieht gerade praktisch aus. Das sieht smart aus. Da haben wir noch wen entdeckt. Okay. Wenn wir den Typ irgendwie so locken, dass der wegguckt, dann können wir den auch take down. Oh, da ist noch das ein Informationsgeber, ein Funker. Komm hier zu nah, Kollege, und du bist Hackfleisch für mein Messer. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Zähl nicht als... Nein, zähl nicht als verloren. Die haben mich nicht lang gesehen. Och, Leute. Manchmal muss ich ehrlich sagen, hasse ich Stealth-Mission. Ich hoffe jetzt wenigstens, dass es da weitergeht, wo ich die erste Funker-Code-Sequenz da schon hab. Weil sonst fände ich das jetzt echt ein bisschen assi. Die habe ich. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nichts ist assi. Alles super. Die muss ich zwar jetzt nochmal plündern, aber das wäre das kleinste Problem. Nun gut. So, einmal mit der Kamera. Klick. Oh, süßes Bild. Ihr seid so süß zusammen. So, wir könnten... Gute Frage, was könnten wir eigentlich machen? Uns erstmal hier in den See schmeißen. Und jetzt müssen wir uns irgendwie langsam an die Gegner annähern, um die dann irgendwie uns rauszupicken, einen nach dem anderen. Wenn die da beide gleichzeitig stehen, könnte ich die natürlich sofort nacheinander takedownen, ne? Das wäre natürlich ziemlich fett. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen schwer vorstellbar. Ein Königreich für ein kaltes Spiel. Ups, und er dreht um. Okay. Lautlos töten. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall unser Gewehr hier auf gar keinen Fall benutzen. Wenn er sich gleich umdreht und wieder wegläuft, legen wir erst den Schweißer ganz schnell um und dann die Informationsquelle dahinter. Obwohl wir auch mal hier ein Steinchen hinwerfen könnten. Merkt er das? Ui, das merkt er sogar. Heilige, die sind ja beide gleich total in Rage, ne? Ich hab noch was gehört. Okay, das hätte er jetzt wohl gemerkt, hätte ich die da beide umgebracht. Nun gut. Kann ich die wohl beide ganz schnell hintereinander takedown? Ich weiß ja nicht. Kollege, geh da doch mal wieder weg, bitte. Das wäre wunderbar. Komm, ich mach noch ein Bildchen von euch zusammen. Ihr seid so süß. So. Ein
ein Königreich für ein geiles Spiel. Hört man es laut, wenn man auf die zuläuft? Nein, 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 nein. Hat keiner gemerkt. Ist in Ordnung. Okay. So. Puh. Das war jetzt gerade mal wieder ein bisschen Adrenalin in den Fingern. Aber hat ja irgendwie geklappt. Oh. Wo haben wir den Schweißer? Wir haben ja immer einen Funker. Und Schweißer. Jetzt zum Funkgerät. Der hat mich ernsthaft nicht gesehen. Dann bricht ihn jetzt auch noch um. So. Smartphone. Hey! Erstmal nochmal ein Smartphone abgegrast. So, jetzt ab zum Funkgerät. Das machen wir in dieser Folge auch noch. Deswegen wird die Folge ein wenig länger, aber das freut euch ja, ne? Da seid ihr glücklich drüber, du. Das findet ihr doch super, das weiß ich doch. Ihr seid doch immer die, die meint, dass die Folgen zu kurz sind. Ihr habt das diesmal. So, auch wenn Schulzeit ist und es schon ganz schön spät ist. Na gut. Funkgerät, hier rein. Go for it. So. Da. Los geht's. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Das sind unsere Freunde. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey. Das gefällt Papa. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Shit. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Ja gut, jetzt müssen wir die Leute hier noch beseitigen, aber das machen wir letztendlich wirklich im nächsten Part. Ich hoffe, das war jetzt ein Checkpoint. Nun gut, sonst spiele ich da bis nächsten Mal wieder hin. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin Little Confused Brain oder einfach nur Yannick und ciao, ciao, euer Brain. Oh, oh, die Kamera ist ja schon an. Sie sind also am Ende von einem meiner Videos. Ja, jetzt sind wir ganz allein, ohne irgendwelche Spielgeschehen. Gut, ihr könnt eigentlich jetzt, da könnt ihr euch die noch andere Videos anschauen. Und hier unten, ja genau, auf der Höhe. Da könnt ihr euch die Social Networks nochmal reinziehen. Wo ich so verlinkt bin, da könnt ihr mir natürlich folgen, liken, was auch immer. Und